Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Vanilla Anno 1800. Wir werden heute weiter uns um den Zucker kümmern, den wir ja so dringend benötigen für unsere Insel bzw. für die Schokolade, die wir dann wiederum in der neuen, in der alten Welt benötigen. In der neuen Welt befinden wir uns ja gerade. Da benötigen wir die Schokolade nicht. Meine ich zumindest, dass die Obreras das nicht abfordern. Ich kann mich aber natürlich auch gerne mal täuschen. Wir bauen hier jetzt erstmal quick and dirty ein bisschen Lagerplatz, damit wir unsere Schiffe auch entleeren können. Und wieder entsprechend auch zurückschicken können in die alte Welt, um uns noch ein bisschen mehr an Baumaterialien zu liefern. So, ihr dürft verschwinden. Wir gehen auf Dreifachgeschwindigkeit und haben jetzt wieder ein bisschen was über. Aber noch kein Startmoment. Habe ich hier eins nicht entladen? Hatte ich nicht so ein Mischmaschschiff? Ist das nicht mit rübergekommen? Fragen über Fragen. Jo, es ist nicht mit rübergekommen. Hier steht's. Ach, läuft. Läuft. Rückwärts, aber läuft. So. Also, wir haben beim letzten Mal diesen Inselteil aufgebaut. Auch der sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Dann können wir uns jetzt entsprechend mal darum kümmern, hier vernünftig die Schienen zu legen, damit wir hier auch entsprechend Schienen liegen haben. Und nicht hier mit dem Platzhalter arbeiten müssen. Uno momento. Das kriegen wir besser hin. Zack. Hier hätten wir wahrscheinlich auch nochmal. So, das muss ich jetzt mal testen. Hier kriegen wir noch zwei Felder hin und trotzdem die Brücke drüber. Und damit konnte ich euch aber endlich zeigen, was ich, glaube ich, ganz am Anfang dieser Let's Play-Serie meinte. Nämlich, dass man hier, wenn man zuerst Felder baut, durchaus auch nochmal ein bisschen Platz gewinnen kann, je nachdem, wie die Brücken sind. Dementsprechend aber hätten wir das auch hier eins weiter bauen können. Aber gut, sei es drum. Sei es drum. So, mit den Schienen müssen wir natürlich schauen, wo wollen wir hin. Wir brauchen ja hier noch ein bisschen was an Öl, was wir uns entsprechend dann hier abholen. Eins, zwei. Und so kriegen wir auch alle 14 Ölfelder bedient. Und dann können wir bald auch schon mal schauen, brauchen wir das überhaupt alles? Oder können wir davon vielleicht ein bisschen was einstampfen und reduzieren. Das steht natürlich auch noch in Frage. Und hier kommen wir entsprechend dann mit der Schiene. Wie kommen wir denn hier am besten rüber? Vielleicht so irgendwie. Müssen wir mal gucken, wie sich das mit den Feldern am Ende verhält und ausgeht. Das werden wir jetzt auch direkt mal testen, indem wir hier ein bisschen Zuckerrohr anbauen, was auch sonst. Und dann bauen wir die Schiene so, dass sich das ausgeht, hätte ich fast gesagt. Aber wir haben es schon perfekt gebaut. Als hätte ich es gewusst. Ah, manchmal läuft. Also, ja. So ein bisschen Augenmaß habe ich ja auch, wenn es sich dann auf ein, zwei Kacheln nicht ausgeht. Gut, dann ist das halt manchmal so. Aber ihr seht, in der Regel passt es doch zumindest vom groben Ansatz her ganz gut. So, hier glaube ich fast, das reicht nicht ganz. Ja, reicht nämlich nicht um zwei Felder. Ist aber jetzt kein Problem. Die zwei Felder kriegen wir hier noch locker rein. Passt. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft, oder wie sagt man so schön?
hier einmal schon mal die Straße entsprechend ziehen. Die 1000 Brücken ziehen. Dann sagt er, über 7 Brücken musst du gehen. Wir gehen definitiv hier auf dieser Insel über ein paar mehr. Ob das Kontor hier am Ende stehen bleibt, ist natürlich auch noch eine Frage für sich. Das weiß ich noch nicht. Eigentlich bietet sich die Küste hier fast besser dafür an. Und von der Schiene her können wir dann hier lang gehen, hier den Ölhafen hin. Haben es hier schön gerade und symmetrisch. Haben hier auch noch ein bisschen Platz, um mit Feldern im Zweifel an die Küste zu kommen. Also das sieht doch alles gar nicht so verkehrt aus. So, dann brauchen wir eigentlich den Stahlbeton, um das Ganze mal zu testen, ob das auch rund läuft. Heißt, wir holen uns hier nochmal ein bisschen Baumaterialien ab. Wir brauchen nochmal Bretter, natürlich. Nehmen wir uns zweimal mit. Wir brauchen nochmal Steine, nehmen wir uns zweimal mit. Ne, Aufgaben machen wir nicht. Dann nehmen wir uns einmal von allem anderen auch ein bisschen was mit. Schauen, dass wir hier kein anderes Schiff erwischen. Und dann dürfen die auch wieder rüberfahren. Und hier wartet dann auch schon ein Schiff. Da warte ich auch drauf, bis es dann gemeinsam zurückfahren kann. Wir bauen einmal alles aus. Alles können wir tatsächlich nicht ausbauen. Doch, das Gebäude schon mal. Und vielleicht ein Bohrturm wenigstens, damit es hier schon mal anläuft. Aber dafür jetzt nichts zurückbekommen. Ah, okay. So funktioniert das. So haben wir aber alles. Es geht ja für mich erstmal darum, laufen die Züge sauber und nicht darum zu schauen, dass die auf 100% Produktivität laufen. Dementsprechend können wir da ganz gemütlich das Ganze mal beobachten kurz. Aber ich würde schon fast sagen, das sollte funktionieren. Ich meine, er hat hier die eine Strecke, währenddessen er hier in die Richtung unterwegs ist, kann der zweite Zug im Zweifel nach oben fahren. Der wird, denke ich mal, eh jetzt nach oben fahren und der nach unten, ja. Also das wird sich ausgehen. Ich meine, 14 Ölfelder sind wieder fast 5 Kraftwerke. Das schmeckt dann an der Stelle natürlich auch schon anders gut. So, verbinden wir hier noch. Ja, ich weiß, hier mangelt es an Arbeitskraft. Hier wollen wir einmal alles verbinden. Wir brauchen hier ja auch ein kleines Dörfchen auf jeden Fall. Da werden wir nicht drum herum kommen. Allein schon die Obrero-Arbeitskraft, die wir hier benötigen. Wir können alles pausieren. Dementsprechend würde ich sagen, bauen wir auch hier wieder ein bisschen was auf. Das, die Boxkampfarena. Dann brauchen wir gleich noch irgendwo die Kirche. Aber das passt dann schon am Ende. Die können wir hier in die Mitte auch setzen. Wo wir so oder so eine kleine Lücke haben. 5 Stück, das ist doch eine schöne Reihe. Setzen das Ganze hier einmal hin. Kopieren uns das hier. Bauen uns das hier einmal dran. Dahin, dahin. Wir müssen mal schauen, wie groß das Dorf am Ende wird. Ich möchte es halt auch wieder nicht zu groß machen. Aber so sollte es doch eigentlich erstmal passen. So, das verbinden wir noch. Dann brauchen hier die Häuser noch die Schiene. Damit wir hier platzeffizient bauen und keine Doppelstraße haben, verbinden wir sie halt entsprechend so. Und dann können wir schon anfangen aufzubauen. Zack. Und können unsere Route anpassen. Wir haben ja hier unseren Bananenexpress. Der muss jetzt nochmal eine Insel mehr abfrühstücken, nämlich die hier ganz unten in der Ecke. Gucken wir uns mal an. Diese hier brauchen wir noch. Das soll er aber bitte nach der 2 anfahren. Dann haben wir hier wieder den schönen Kreis. Und jetzt wisst ihr, was ich meine, dass da ein Schuh draus wird. Wir laden einmal auf.
Wir laden öfter ab und werden, denke ich mal, hier eine und dann vielleicht eine zweite oder auch nur eine Route mit mehreren Schiffen machen. Das weiß ich noch nicht. Dann haben wir hier den Poncho Express. Auch dieser kriegt einen zusätzlichen Halt natürlich, wo er dann entsprechend entladen darf. Und so wächst das nach und nach. Nächste, was wir fast schon machen können, ist dann der Melonen-Express. Denn wir produzieren hier jetzt ohne Ende, ja, falsche Insel, hier ohne Ende Melonen. Wir sehen, die Lager sind voll, kosten uns eigentlich nur Geld und nichts weiter. Und das können wir auf jeden Fall auch nochmal ändern und verbessern, indem wir hier für eine zusätzliche Route sorgen. Welche Insel bearbeiten wir gerade? Diese hier. Hier haben wir ein Schiff, ja, frei hätte ich fast gesagt. Von hier aus soll er bitte dann die produzierten Melonen aufgrabbeln. Habe ich die falsche Insel gewählt? Habe die falsche gewählt. Warum kann ich mir das nicht merken, wo ich produziere? Hier produziere ich. Stopp. Da ist mein Schiff. Hier produziere ich Melonen, oder? Ja, hier ist das Lager voll. Sehr gut. So, und dann haben wir Rio Ralto, das und das. Waren entladen. Melonen Express natürlich nicht zu vergessen mit, dass es hier um die Hüte natürlich geht. Wobei gegen so ein paar Honig- oder Wassermelonen hätte ich jetzt auch ehrlicherweise nichts einzuwenden. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, das passt. Heißt, wir haben jetzt hier eine neue Route kreiert. Lassen die erstmal ein bisschen laufen, bevor wir hier anfangen, die Melonenproduktion entsprechend zu canceln und zu löschen. Um halt wieder ein bisschen Bilanz zu sparen etc. pp. Aber das brauchen wir jetzt aktuell noch nicht tun. Arbeitskraft sieht überall ganz gut aus. Dann kommen hier oder kamen unsere Schiffe in der Zwischenzeit wieder an. Da können wir ein bisschen was abladen, wenn wir zu wenig Platz haben. Dass wir hier zwei Schiffsladungen noch reinkriegen. Einfach ein bisschen Lagerhaus-Upgrades fahren und dann passt der Lachs schon. Ich glaube, Fenster brauchen wir gar nicht so richtig in der neuen Welt, ne? Dementsprechend können wir das vielleicht mal in Zukunft, können wir da mal schauen, dass wir das ein bisschen mal streichen. So, aber hier fangen wir schon an. Gebackene Bananen kommen an, Melonen kommen an, die Bohrtürme können wir upgraden. Wunderbar. Das läuft doch wie geschnitten Brot. So, einfach nur für die Kosmetik so ein bisschen nochmal separieren. Und dann haben wir hier ein schönes kleines Dörfchen, was wir jetzt schon upgraden können in Richtung Obreros. Und das machen wir dann hier für den unteren Teil. Denn wir wollen ja hier nicht nur die Farm versorgen, wir wollen ja auch hier die Ölraffinerien und den Zucker herstellen. Dementsprechend brauchen wir hier auch den Platz. So, hier haben wir ein Lagerhaus, hier werden wir aber definitiv noch ein zweites brauchen. So, denn hier wollen wir jetzt auch anfangen natürlich mit der Zuckerproduktion. Deswegen bauen wir alle Farmen auch immer auf und gewöhnen uns mal an, nicht in Blaupause zu bauen. Wir können auch hier die Lagerhäuser schon mal aufbauen, auch wenn sie uns kosten, aber die Bilanz schaut doch gar nicht so verkehrt aus. Irgendwo muss ein Fest sein, anders kann ich mir das nicht erklären, dass wir auf einmal von hier 5000 Bilanz auf über 11.000 sind. Aber sei es drum. Aber sei es drum. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben 16 Farmen. Das Verhältnis ist 1 zu 1. Das heißt, wir brauchen auch 16 Zuckerraffinerien. Das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge und das bietet sich doch hier an, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zack. Hier ein Lagerhaus, da ein Lagerhaus, da ein Lagerhaus. Ich weiß noch nicht, wie viel wir brauchen. Auf jeden Fall brauchen wir aber eine Feuerwehr. Das können wir einmal alles aufbauen, alles pausieren.
Das ist angenehm, dass das 1 zu 1 ist. Jetzt brauchen wir Zucker noch für irgendwas anderes, sonst müssen wir einfach mal schauen. Nicht, dass wir hier jetzt zu viel Zucker bauen, den wir am Ende gar nicht verwerten können. Das wollen wir natürlich auch nicht an der Stelle. So, das können wir auch noch upgraden. Hier kommen wir nämlich locker mit einer Farm noch rum. Natürlich baue ich weiterhin Blaupause. Wie soll es anders sein? Selbst gesagt, nicht draus gelernt. Okay, hier funktioniert der Trick nicht. Und dann bauen wir hier wieder alles, so wie wir es kennen, mit Feldern zu. So. Und wenn wir das Ganze so zubauen, kriegen wir hier nochmal eine Zuckerraffinerie hin. Und hier entsprechend können wir das Ganze mit Feldern füllen. So. Und wenn wir das Ganze auch ausbauen, sehen wir auch wieder, wie viel wir gerade haben. So, das einmal ausbaut. Da müssen wir natürlich testen, geht sich das am Ende aus. Dafür bräuchten wir, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Lagerplatz auch. Müssen wir mal schauen. Tortillas wird auch noch ein großes Thema. Ich glaube, das hier könnte auch eine Mischinsel werden, weil ich glaube, Schokolade brauchen wir gar nicht so viel. Schauen wir mal rein. Vor allem, wenn ich das vergleiche. Ja, okay, 12 Tonnen für die paar. Ist aber immer noch die Hälfte. Also wir brauchen doppelt so viel Kaffee wie Schokolade. Okay. Ist ja auch schon mal nicht verkehrt zu wissen, dass das so ist. Und dann produzieren wir hier nochmal, sagen wir mal, nochmal 3 neue Schiffe, dass wir hier immer auch jetzt ein bisschen mehr hin und her geschippert bekommen. Ja, das... Da sollten wir nicht laden. Das werfen wir direkt mal wieder weg. Ab ins Meer damit. Sammeln wir hier natürlich auf. Wenn ihr die Taste Shift gedrückt haltet, dann gibt ihr eurem Schiff den Befehl für mehrere Aktionen hintereinander. Dementsprechend hat er jetzt hier automatisch eingesammelt und fährt zurück, weil ich halt entsprechend Shift gedrückt habe. Steine werden weniger. Okay. Steine werden weniger. Wir haben aber hier die volle Produktion, oder? Jo. Wir produzieren hier sauber und voll durch. Sehr gut. Ja, das mit dem, also, ja, ich glaube echt, die neue Welt wird der große begrenzende Faktor. Deswegen werden wir auch zum Beispiel für die Zigarren das Holz und die Holzfurniere in der alten Welt herstellen, weil der neue Weltplatz zu kostbar sein wird. So, 16, da haben wir inzwischen 18, okay. Wir bauen nicht mehr im Blaupause-Modus. Da haben wir jetzt genug von gehabt. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen abreißen. Da müssen wir hier sauber zumachen. So. Schaut doch schon nicht verkehrt aus. Hier hätten wir noch die Option. Hier haben wir noch eine Option. Ich meine, hier müssen wir nochmal schauen. Ich glaube nicht, dass wir hier eine ganze Farm reinkriegen. So ist es dann auch. Heißt, entweder verschieben wir es hier ein wenig. Vom Stapel gelaufen. So, dass wir vielleicht so hier anlanden. Reicht das dann aus? Dann reicht es easy aus, ne? Dann reicht es easy aus. Okay. Es war so easy, dass wir hier noch eine Feuerwehr vielleicht reinkriegen. So easy, dass wir da noch eine Feuerwehr reinkriegen. Auch so easy, dass wir das Lagerhaus da reinkriegen. Ich glaube nicht. Das würde mich jetzt wundern, wenn das geht. 6 Felder.
6 Fältchen, die hier nicht reinpassen mehr. Weil mein Plan ist, hier eventuell nochmal die Option für ein Lagerhaus zu haben. So. Wenn das hier nicht sauber läuft. Dementsprechend möchte ich das nicht durch zu Ende planen. 3, 4, 5, 6. Wie gesagt, 6 Felder, die wir brauchen. 6 Felder, die wir bekommen. Dann aber auch bitte nur 6. Das klappt hier nicht, ne? Dann so rum. Dann so rum. Dann gefällt mir das hier auch. Also die Ecke hier gefällt mir dann auch wieder ganz gut, muss ich sagen. Und wir haben jetzt 19, 18. So haben wir 19. Hier können wir im Zweifel sogar nochmal ein Lagerhaus, also 2 Stück reinpacken. Das ist ganz gut. Hier haben wir noch Platz für Einwohner, sogar mit einer Querstraße noch, die wir eventuell nutzen. Vielleicht verschieben wir das Ganze hier auch ein bisschen. Melonen kommen hier. Wenn sie ankommen, haben wir sie noch nicht freigeschaltet. Weil erstmal geht es um Kaffee und Tortillas. Okay. Heißt, wir upgraden nochmal. Und mit Alt können wir wieder downgraden. So. Aha, okay. Er muss es behalten. Okay, dann machen wir es doch. So. Dann haben wir nämlich auch die Melonen, die sie hier entsprechend verbrauchen wollen. Da müssen wir drauf achten, ne? Da müssen wir wirklich drauf achten, wenn wir hier unter 600 haben, brauchen wir gar keine Melonen. Interessant. Interessant, interessant. Da würde sogar ein Lagerhaus noch reingehen. Hier möchte ich ja eigentlich noch eins rein haben. Das müssen wir jetzt einfach mal testen, ne? Kommt. Wir upgraden die Lagerhäuser hier bis aufs Maximum. Geht nicht, weil wir keinen Stahl haben. Aber unsere Schiffchen sind ja auch schon da. Ich möchte testen jetzt einmal, ob das sauber läuft. Wir haben ja eigentlich mit 1200 Tonnen genug Lagerplatz, um das mal kurz durchlaufen zu lassen. Und ihr dürft zurück in die alte Welt. Dann upgraden wir dieses und dieses noch. Dann haben wir hier alle 3 aufs Maximum getrimmt. Zack, zack. Und dann schauen wir jetzt mal, wie das Ganze durchläuft. Und währenddessen nehme ich mal ein Schlückchen von meinem Kaffee. Schiff vom Stapel gelaufen. So, wir gehen auch nachher mit weiteren Schiffen entsprechend rein. Aber wir haben zu wenig Obreros jetzt sogar. Okay, interessant. Das ist höchst interessant, dass wir sogar jetzt zu wenig haben. Dann bauen wir erstmal nochmal welche aus. Warum denn nicht? Dass wir hier wirklich jetzt testen können, läuft das sauber? Haben wir irgendwo Engpässe? Haben wir irgendwo Probleme? Ich meine, die Farmen beliefern direkt. Das sollte nicht das Problem sein. Das Problem ist eher, dass wir Zuckerrohr aus dem Lagerhaus holen. Und dann Zucker wieder hinbringen. Aber so im ersten sieht das gar nicht verkehrt aus. Wir haben hier ein kleines Ausrufezeichen, aber nichts Dramatisches. Heißt, das läuft eigentlich ganz sauber durch. Ja, hier müssen sie sich noch drum kümmern. Die haben natürlich auch eine gigantische Reichweite. Heißt, diese hier, diese Farm beliefern direkt. Und das könnte das Problem schon sein. Mal schauen, wie lang der Weg ist, dass das interne Lager vielleicht sogar voll wird. Beobachten wir das mal. Das könnte echt ein Problem sein. 3. Und er holt es ab. Okay, das passt. Aber er darf halt nicht hier bis, also hier rumfahren. Wenn er hier nochmal rumfährt, dann ist sein internes Lager voll. Aber das sieht gut aus.
glaube, das kriegen wir sogar so hin, dass wir hier noch einmal Zucker mehr machen können. Hier ist es einmal kurz voll, aber nicht überladen. Hier ist auch noch für eine Karre Platz. Ja, komm. Wir machen hier noch ein Lagerhaus hin. Setzen das wieder auf Pause. Aber auch nur, weil wir hier nochmal ein bisschen was auch tun wollen. Sonst wäre das, glaube ich, relativ egal. 19-19. In dem Verhältnis würde ich gerne bleiben. Dementsprechend hier einmal, hier einmal. Und dann hier wieder schön mit Feldern füllen. Können wir das vielleicht so machen? Das dann hier eins rüber? Ich meine, wir sind hier halt noch so flexibel, dass wir so Geschichten auf jeden Fall machen können. Kriegen wir nämlich hier noch eine Zuckerraffinerie hin, auf jeden Fall. Wie sieht es jetzt mit der Farm aus? Ich meine, jetzt haben wir 21, aber 19 Farmen. Okay. So, wenn wir das jetzt erstmal ausfüllen. Passt das bis auf 2. Dann setzen wir aber hier noch ein Lagerhaus rein. Dann passt es bis aufs letzte Feld wieder. I like. So, damit er einen kürzeren Weg hat, machen wir das so. Einmal pausieren. Einmal upgraden und dann sieht das doch auch schon nicht wieder nicht nur nicht verkehrt aus, sondern wirklich sehr, sehr gut. Lagerhäuser einmal wieder upgraden. Wir müssten jetzt irgendwann, wenn die anderen Lager volllaufen, das dauert halt bei neuen Inseln jetzt immer, sollten wir uns vielleicht angewöhnen, die dann schon reinzunehmen, wobei das passt eigentlich. So, jetzt haben wir aber natürlich ein Thema. Hier haben wir jetzt Schokoladenfabriken und Kakao geplant. Bringen wir hier jetzt einen Teil des Zuckers rüber oder reißen wir das wieder ab und bringen nur den Kakao hier rüber? Das ist noch eine Frage. So, denn da, wo wir 21 Zuckerraffinerien haben und dann am Ende auch 21 davon, brauchen wir natürlich auch 21 Kakao, also hier Schokoladenfabriken, Kakaofabriken. Schokoladenfabriken. Das wird ein Thema. Die sind mit 100 Arbeitskräften, die haben 50. Das ist also auch alles relativ teuer, ne? Das ist halt alles auch relativ teuer. Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. So, jetzt haben wir gerade mal 15. Zack. Hier müssen die letzten schlechten Straßen weichen. Damit haben wir jetzt nur noch Steinstraßen. So lobe ich mir das. 19. Ja, hier würde ich halt gern nochmal 20, 21, 22. So. Hier kriegen wir nämlich dann nochmal eine Farm hin. Wobei, die kann auch hier hin. Dann kann hier lieber ein Lagerhaus noch hin. Das werden wir definitiv brauchen. Und ich glaube, wir brauchen auch noch eins mehr auf jeden Fall. Mindestens. So, ich meine, wir haben auch das Kontor, was als Lagerhaus hier gilt. Aber das heißt ja nichts. Ja. Das müssen wir so bauen, wenn wir es so bauen. Nee, das bauen wir so nicht. Das ist hier Kacke unten.
Und das hier unten ist ja echt mal blöd gemacht. Also hausgemacht blöd, ne? Nicht falsch verstehen. Das hat ja jetzt nicht das Spiel gemacht, sondern wir sind da ja ein Stück weit selbst verschuldet. Aber das kann man doch alles noch eins nach oben ziehen. Ist ja hier alles nicht in Stein gemeißelt. Das hier abreißen. Wir kriegen hier ein Lagerhaus hin, wo wir auch mit einer Farm noch mal rauskommen. Haben auch noch mal ein bisschen Zuckerrohr gemacht. Auch das ist nicht verkehrt. Und ziehen hier wieder in guter Manier unsere Fältchen. Setzen das Ganze auf Pause. 21, 21, 22, okay. Wir könnten hier aber auch mit Kakao jetzt mal langsam anfangen, oder? Eigentlich könnten wir jetzt auch mal hier mit Kakao anfangen. Zack, zack. Dicht ist der Bums hier. So, jetzt haben wir von allem 21. Sehr gut. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, wie sich das mit dem Kakao ausgeht. Aber das mit dem Zucker sieht doch schon mal ganz gut aus. Und ja, dann sehen wir uns, sofern ihr mögt, wieder in einer weiteren Folge. Nehmt natürlich ein Abo mit, wenn ihr noch keins mitgenommen habt. Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Zebra. Ciao.